wieder ein Unboxing-Video mit einem folgenden Testbericht. Der wird wieder einige Zeit dauern, aber erstmal das Unboxing vom Samsung S27A850D. Das ist ein professionellerer Monitor, kostet momentan auch ungefähr, ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt, 700 Euro bei Cyberport, 698,99. Hat ein bisschen gedauert, bis der hier war, Lieferengpässe anscheinend bei dem Gerät, ist auch recht neu. Hat 27 Zoll, ein PLS-Panel und eine Auflösung von 2560x1440. Also eine ziemlich hohe Auflösung und ist daher auch für Grafiker gedacht, für die Bildbearbeitung und im professionellen Segment angesiedelt. Auch wenn es kein Profi-Monitor ist für 1000 Euro, aber viel ist da nicht mehr. So, schauen wir mal, was alles drin ist. Mal gucken, ob das ein Bild ist. Ja, denn ich habe hier wieder eine andere Kamera momentan dran. So, dann haben wir hier alles schön sortiert. Kann man sogar rausnehmen hier. So, haben wir hier einmal das Netzteil mit Powerschalter. Und hier dreipolig. Auf der rechten Seite findet man dann auch das entsprechende Stromkabel. Ein USB-Anschlusskabel, dann haben wir hier Informationen, was alles enthalten ist, eine CD mit der Bedienungsanleitung und irgendwas auf Russisch, ja, und mehrsprachig, nur kein Englisch und kein Deutsch. So, Papierkram, dann haben wir hier ein DVI-Kabel und dann kommen wir auch schon zum Standfuß, der ist relativ schwer. Ist aber, wie es aussieht, kein Glas. Mit so einem Pappmaché. Wow, und hier haben wir auch schon den Monitor. Der Fuß ist hier auf Pivot gedreht. Also, wie einige sicherlich schon wissen, der Monitor hat Pivot-Funktionalität. Das heißt, man kann ihn auch hochkant benutzen. So, packen wir den ganzen hier erstmal beiseite und räumen den Kram hier weg. So, dann würde ich sagen, packen wir erstmal den Monitor aus. Das heißt, das erste tun wir den Standfuß. So, ist hier noch versiegelt. So haben wir hier auf der Unterseite einmal zum Festschrauben. Das ganze Ding ist fixiert, kann also nicht verloren gehen. Es ist glänzend. Naja, ein bisschen glänzend. Es ist eigentlich mattiert. Ich sehe es genau mattiert. Je nachdem, wie das Licht hier entfällt. Es ist mattiert und so ein bisschen geriffelt. Also sehr edel. Und muss man aufpassen. So. So, und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen, zum Monitor. Da haben wir ihn auch schon. Gucken wir, ob ihr noch ein Bild habt. Einigermaßen. Ist relativ groß mit 27 Zoll. Ja, der Standfuß hat hier eine kleine Information. Wenn man den hier, den Widerstand hier rausnimmt, das ist halt für die Höhenverstellbarkeit wichtig. Aber wir müssen erstmal das Klebeband hier abmachen. Na? So, haben wir es an der Seite. So, und jetzt können wir den ganzen Standfuß hier auch einhaken, aber mit der längeren Seite nach vorne natürlich. Geht momentan nicht, muss erstmal gedreht werden. So. Wird hinten so ein bisschen eingehakt und dann nach vorne gedrückt. So, das Ganze mal auf die Rückseite. Ein bisschen näher, dass ihr auch was sehen könnt. So, ich hoffe, es ist einigermaßen Schärfe da. Leider hat die Kamera keinen Autofokus. Das Mietgerät, was ich hatte von Rent IT,
Das ist jetzt leider wieder zurück. Der Monitor kam auch ganz unerwartet. Wurde gestern Abend erst angekündigt und heute war er dann da. So, damit hätte der Standfuß erstmal seinen Stand. Stellen wir das Ganze mal auf. Und stellen es vorsichtig hin. So. So, fassen wir also nochmal zusammen. Da haben wir den Monitor samt Standfuß. Der ist drehbar. Weiter geht's nicht. So. Dann haben wir das Stromkabel, beziehungsweise das Netzteil. Das Stromkabel ist hier verpackt, samt kleinen Informationsheftchen und der Bedienungsanleitung auf CD. Und dann haben wir noch ein USB-Kabel. Und hier haben wir dann noch ein DVI-Kabel. So, der Monitor, den schauen wir uns gleich mal noch ein bisschen genauer an. So, machen wir das Ganze mal einen Ticken heller. Und gehen wir hier mal ins Detail. Hier haben wir vorne am Monitor direkt die Bedienknöpfe. Und zwar Menü, dann für den Eco-Betrieb, dann aufwärts navigieren fürs Menü. Dass man ein bisschen mehr Schärfe reinkriege. So. Dann haben wir hier den Sensor, würde ich sagen, Helligkeitssensor dürfte das sein. Bestätigen, gut, das ist irgendwie Pause oder so, das werden wir dann sehen später. Und hier haben wir den Einschalter. Ja, sehr schön, dass die Tasten hier vorne sind und nicht auf der Rückseite wie bei manch anderen Geräten. Das macht das Bedienen einfacher. Hier nochmal ein paar Details. Der Rahmen ist normal, es ist nicht super schlank, aber er ist auch nicht dick. Ich würde ihn als schmal bezeichnen, aber super dünn ist er jetzt auch nicht. Das ganze Panel ist mattiert, also es hat Spiegelung, aber es ist entspiegelt. Das heißt also, es ist nicht glossy, es ist aber auch nicht extrem entspiegelt, wie man es von anderen professionellen Geräten kennt, besonders mit IPS-Monitoren. Und das soll wohl auch den Vorteil haben, dass man diesen Glitzereffekt nicht mehr hat, den man bei IPS-Panels besonders gerne hat. Den gab es auch bei dem kürzlich getesteten LG 225er Modell mit 22 Zoll. So, das Ganze mal von oben an. Also er ist sehr dünn. Das sind ungefähr 1,5 cm, würde ich sagen. Von daher schön flach. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Und hier oben habt ihr ja, wie gesagt, eine kleine Einbuchtung. Das kann man irgendwie als Tragegriff benutzen, wenn man die Hand so reinhält. Oder man kann halt da das Netzteil verstauen. Das müsste man irgendwie so einhaken können, denke ich mal. Schauen wir mal. So. Das heißt, das Netzteil ist jetzt nicht im Monitor verbaut. Wenn irgendwas sein sollte, kann man das Netzteil einzeln tauschen. Seine Vor- und Nachteile, denke ich mal. Und das Ganze wieder raus. So. Dann kann man dann irgendwo wieder verlegen. Ja, ich habe jetzt den Haken hier mal rausgezogen und damit kann ich jetzt auch entsprechend den Monitor verstellen in der Höhe. Ja, da ist eine ganze Menge Spielraum, würde ich sagen. Der hat schon gut Luft nach oben. Ist auch nötig, wegen der Pivot-Funktionalität. Dazu kommen wir gleich noch. Erst einmal zu den seitlichen Anschlüssen hier. Da haben wir, Moment, Schärfe. Einmal den Stromanschluss, ist jetzt relativ dunkel, der ist über den HDMI-Anschluss, über den DVI-Anschluss. Dann haben wir den DVI-Anschluss halt. DVI in 2 steht hier. Da unten haben wir einen DisplayPort-Anschluss, also kein HDMI, sondern DisplayPort. Und dann haben wir DVI 1. Das sehen wir nochmal von vorne und er sieht wirklich recht hoch aus. Ich kann das Ganze nochmal runterschieben. So, ist er jetzt unten. Und hoch geht recht leicht mit dem Hoch- und Unterschieben. Und für Pivot-Funktionalität müsste ich wahrscheinlich. Nee, geht. Ich dachte, ein Arm frei, aber reicht. Ja, das wäre dann Pivot. Man kann ihn auch noch weiter nach hinten neigen. Allerdings Pivot bei 27 Zoll erschlägt einen. Das ist so riesig. Man kann hier auch komplett bis nach unten aufsetzen, wie man sieht. Wie gesagt, Pivot 27 Zoll, das ist irgendwas für eine Ausstellung oder so. Ansonsten ist das viel zu groß. Sogar bei 24 Zoll wirkt hochkant extrem. Ja, durch das Panel hier, dieses PLS-Panel, dürfte die Blickwinkelabhängigkeit recht gering sein.
Und das dürfte den Vorteil haben, dass wir hier auch bei Pivot-Funktionalität geringe bis keine Farbverschiebung haben. Das finde ich schon mal sehr gut. Noch zur Unterseite und zu der anderen Seite, links gesehen, vom vorne betrachtet. Und hier haben wir den USB-Eingang und drei USB-Ausgänge. Die sind hier bläulich. Das heißt, es könnte für USB 3.0 geeignet sein. Und hier haben wir auch einen Audioeingang und einen Audioausgang für den Kopfhöreranschluss. Im Prinzip ist wirklich an alles gedacht worden. Nochmal vom Design her, von vorne betrachtet, beziehungsweise hier die Seite von vorne betrachtet, sehr schmal wirkend auf die Größe gerechnet. Und hier haben wir so einen kleinen stylischen Akzent, die nur so leicht nach vorne geht. Ja. So viel zum Unboxing dieses schicken, großen, semi-professionellen oder sogar schon professionellen Samsung-Monitors. Ja, Testbericht wird folgen. Link dann wie immer unten im Beitrag bei YouTube. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich euch damit wieder ein paar Einblicke geben konnte.